Hey, Kumpel, Pumpel. Hey, Chitter Nuggets. Spiel meinst du echt nicht gut, wenn du zu nah dran bist? Bist du zu nah dran, wird das nichts. Da ich nicht gleich wieder sterben will, heilen wir uns mal schnell. So. Das können wir nochmal machen. Die habe ich nachgeladen. Ja. So. Haben wir noch was Schönes? Muss gleich mal auf die Müll holen sollen, oder? Ah, vielleicht merke ich mir das ja mit dem Müll. Oder auch nicht. Hallo. Was ist das? Altes Foto. Ein altes Foto. Noch mehr alte Fotos. Okay. Das ist Müll. Ist das kein Müll? Sieht aus wie Müll. Aha. Hier ist einfach noch Munition dazwischen liegt. Das ist zu, das ist zu, da ist nichts. Okay. So vielleicht? So vielleicht, ja. Dann schnell mal hier, dass wir wieder auf das hier kommen. Ah, wir kommen zu unseren Räumchen. Wir kommen nach Hause und können erstmal ein bisschen Pause machen. Der ist gut. Einmal Schläfchen machen. Das Hotel ist anstrengend. Einmal hier. Einmal kurz speichern. Das sieht man auch, wann ich gespielt habe. Wir sind schon seit 4 Stunden hier im Hotel. Seit 4 Stunden auf der Suche. Da lag Müll. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier irgendwas verändert haben könnte. Falls irgendwas hier drin haben, was wir vorher nicht hatten. Oder wo wir vielleicht vorher nicht drauf geachtet haben. Jetzt gucke ich noch einmal ganz kurz rein. Hat sich hier was verändert? Nein. Das ist mir jetzt zu viel. Das Wasser läuft hier immer noch. Ach, sonst gibt es hier auch nichts weiter. Ich habe hier keine Truhe, die ich irgendwas ablegen könnte, wo wir schon sehr voll sind. Einmal umziehen? Nee, auch nicht. Wer stellt da eine Tasse rein? Mal ganz ehrlich, wer stellt da eine Tasse rein? Okay. Dann haben wir ja doch einmal unser Zimmer zurück. Oh, warte, das ist auch wieder irgendwas. Das war ja hier vorher nicht. Kann ich die Münze haben? Nee. Aber ist auch bloß so, wa? Was hatten wir ja? 6. Aha. Ach so, okay. Kann ich mir das mal streichen? Halt, der ist ja so nicht da. Der ist ja nur so da. Ein Slot mehr, okay. Verbandskasten, schön. Muss man echt immer mit sowas rumlaufen. Das ist ja. Ist ja interessant. Gerade hol ich, was wir für Geräusche waren. Hä? Oh Gott, der abgetrennte Arm, was geht hier vor? Warum guckst du das denn so genau an? Und warum ist der jetzt so nicht hier? So, was haben wir hier? Kann ich nicht reingucken. Ist interessant, welche Welt hier es gibt, ne? Wie viele Unterschiede. So, das ist das Bett. Ups. Ah, hoppa. Na gut.
Da wir ziemlich voll sind. Und ich mich nicht erinnere, dass jetzt hier irgendwo noch eine Truhe war. Gucken wir erstmal so in die Richtung. Das ist Häschen wieder. Häschen ist doch wieder gut. Bah. Scheiß Vieh. Weg mit dir. Da hat sie sich mal kurz erschreckt. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Nein, sowas möchte ich echt nicht in der Facecam sehen. Nicht ein Telefon. Nimm das mit. Kann ich sagen, dass hier ein Telefon rumliegen ist. Oh, Ruhe da hinten. Wir haben Passwörter, aber ich weiß nicht, ob wir das Passwort haben. Wir müssten auf Etage 6 sein. 77, 54, 92. Ich habe auch die Karte gar nicht mit, also ist egal. Okay. Hab mich das Vieh jetzt wirklich erschreckt? Das ist... ja. Schön. Ja, bitte? Das hört sich noch so schwer für dich an. Wir suchen ja eigentlich immer noch den Knopf für die 8, ne? Im Endeffekt. Das kann man doch mit einer Brechstange machen. Nein? Na gut. Dann kann man es halt nicht mit einer Brechstange machen. Bringt das jetzt irgendwas? Eigentlich nicht, nee. Ich komme Etagen runter, aber... Was hat man hier? Wehe, jumpscared mich wieder. Ist hier irgendwo so ein Knibbel, den wir dafür brauchen? Was ist hier nachher wieder so ein kampfmäßig? Ich höre da mal irgendwelche Geräusche, irgendein schweres Trampeln. Ist das mein Kind oder ist das hier im Spiel? Bist du das? Lass das mal. Sollen wir das selber sein? Das ist schon wieder der Große, der irgendwo durch dieses Hotel rennt. Okay. Da jetzt nicht weiter. Da ist auch zu. Denn eine Etage runter. Ich glaube, ich mache wirklich erstmal ganz kurz zur 3. Damit wir da das ablegen können. Dass wir mal unser Inventar ein bisschen entlasten. Und uns gleich wieder ärgern, dass wir wirklich wieder dahin müssen. Und dann gehen wir wieder 6 und gucken mal. Oder gucken wir gleich in die 5. Mal schauen. So, einmal ein Tor ausmüllen mit. Einmal das weg. Einmal das weg. Einmal den weg. Einmal dich rein. Damit wir einmal kombinieren können. Einmal dich weg. Alkohol habe ich nicht mehr. Nehmen wir die mal mit? Nehmen die mal mit und probieren mal aus Etage 6. Hinten denn das Passwort. Es war letztes Mal eine rote Karte und da hat letztes Mal eine Zahl gefehlt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das eine 5-stellige oder eine 6-stellige Zahl war, die wir eingegeben haben. Kann man noch, glaube ich, so schnell jetzt nicht nachgucken. Also egal. Ping. Die Viecher bleiben ja, glaube ich, tot. Hier war es nämlich eine 4-stellige sogar bloß. So, wir sind Etage 6. Nochmal gucken. Das wäre 77, 54, 92. 77, 54, 92.
77, 54, 92. Hat's aber geklappt. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Einmal sowas. Ich hoffe nicht die Brechstange. Ich hoffe einfach nur Schlüssel. Das ist definitiv ein Poltern von dem Vieh, oder? Es klingt schwer. Der Schlüssel. Greif doch einfach da durch. Es klingt schwer und es klingt polternd und kettenrasselnd. Das haben wir noch nicht hier. Also müssen wir hier auch nochmal hin. Einmal wegen das, einmal wegen das. Das ist schon ein creepyes Bild. Ändert sich hier irgendwas? Das ist, glaube ich, nur die Lampe gewesen. Okay. Das ist doch auch nicht normal, oder? Darf ich das irgendwie... Nein, darf ich nicht. Darf es einfach nicht. Nee, da nicht lang. Hier dann lang. Ach Quatsch. Nein. Die hier bitte, das und das bitte. Mädchen, mach das Licht bitte wieder an. Bleib hier stehen, ich warte, bis du das Licht anmachst. Dankeschön. Mit Kindern braucht man manchmal einfach ein bisschen Geduld. So. Bitte nicht wieder jumpscaren, ich hasse das. Es ist ja nicht mal, dass es gruselig ist, man sagt, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist einfach nur ein lautes Geräusch, was in die Ecke gesprungen kommt. Das ist fies. So. Hier kamen wir ja nicht rein, ne? Nö. Müssen wir auch nicht, stief was davor, also brauchen wir da nicht rein. So, das blaue Klo hatten wir. Ich würde mal sagen, in die Richtung, ne? War das hier? Ja, ich glaube. Da ist die Kette und da brauchen wir erstmal noch einen Bürzeschneider. So, wir sind Etage 5 jetzt. Das heißt, wir brauchen die 64, 58, 20. 64, 58, 20. Dankeschön. So. Ich bin mal ganz stark der Meinung, das hier ist das hier der Hinweis für unser Spiel oben gewesen. Wir hätten das Spiel oben noch gar nicht schaffen können, schaffen sollen. Sondern hätten das mit dem Hinweis jetzt herausfinden können. Gut. Der ist ja süß. Ja, der ist toll. Munition? Man kriegt schon mal mehr Munition, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Den haben wir noch nicht. Schirmscham und Melone. Also für alle, die am Schachspiel zweifelten, hier ist die Lösung. Und so ist es auch gewesen. Ich habe den zwei vor, den rübersetzt und den dann da zum Springen gesetzt. Ja, das passt. Da war ich dann bloß ein bisschen zu hartnäckig für. Dass ich unbedingt das da erst lösen wollte in dem Moment. So, hallo? 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 Sieht immer noch diese komischen Spinnenviecher aus. Man, da ist ein Würfel. Kam ich jetzt von hier aus noch zu dem Würfel? Ja, okay, hier. Wenn ich die Shining Axt hier nicht den Punkt wegkriege, denn. Dann kommen wir da auch hin. Verdammt. So. Das.
Da ist noch, ich höre immer noch Schritte, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas ist. Das werden wahrscheinlich unsere sein. Kann ich euch... Flatsch. Kann ich scheinbar. Wenn ich euch alle sehen würde, geht das eventuell. Platsch. Platsch. Bin ich jetzt so mit safe? Kann man das wirklich damit machen? Und jetzt Munition. Also, hierhin kann ich. Oh, ist der Schlüssel. Metalltor, 6. Etage. Okay. Man weiß nie, wann man den Durchgang mal braucht. So. Kann ich die umschubsen? Abschirm. Das war so ein blödes Atmen, das hat gleich ein Muster ausgelöst. Schön. Ich habe so einen Fetisch mit Statue umschubsen. So. Okay. Da hoch geht's jetzt nicht. Wir haben uns eine Abkürzung gemacht hier in die Etage. Die Leiter kriege ich nicht. Den kriege ich auch nicht. Dann gucken wir runter. Dann bleibt uns eigentlich nur die Möglichkeit nach unten zu gehen. Und dann gucken wir erstmal runter. Jetzt haben wir ja da oben nichts weiter gefunden. Leider auch kein Mädchen, was du hast da gerade? Nee. Wenn die Schüsse sitzen, sind sie tot. Ich bin eigentlich ein guter Schütze. Und nicht nur ein Schütze-Arsch, sondern ein guter Schütze in Spielen. Aber das Spiel macht es mir etwas schwerer. So, das da. Gib mir das. Es ist hier vom Ziehen halt immer so schwerfällig. Und wenn du dann am Schießen bist, dann geht es auf einmal schnell. Und das ist so kontraproduktiv. Aber ich mag das Spiel. Irgendwie ist das cool. Da hinten ist Disco. Da dürfen wir noch nicht hin. Hi. Chill deine Nuggets. Meine Güte. So, bisschen totmatschen. Bitte nicht jumpscaren, ich hasse das. Die Tür geht nicht. Nicht jumpscaren. Ich sag's euch im Guten. Sonst lese ich das da nicht vor. Also mal Türen gucken. So. Was steht denn da? Schubs an Wand. Freie Wahl ist eine Illusion. Naja, mehr oder weniger. Ja und nein. Ich darf mich frei entscheiden, mein Leben, aber ich muss mich auch an gewissen Regeln halten. Hui. Warum mischt er sich jetzt wieder ein? Ich wusste gerade, wo ich war. Danke, jetzt habe ich keine Ahnung, in welcher Etage ich bin. Hallo? Ah, Jesus Christ. That was close. I better hurry and find this damn 709 key before he comes back.
Ja. Können wir gerne versuchen. Ach, sowas wieder. Achso, da fehlt uns das Teil erstmal. Okay. Sind wir jetzt Etage 2 vielleicht? Ne, Etage 4. Hör, das ist was zum Ablegen dahinter. Manu. Schlüssel haben wir nicht. Hier runter darf ich nicht. Hab's versucht. So. Zu. Ich glaube für immer zu, ne? Gar nicht da. Geht nicht hoch, geht aber runter. Nee, andersrum. Geht nicht runter, aber hoch. Richtig. Würfel. Meins. Meins. Wie sollte man es am... Was bist du denn? Hatte ich nicht gesagt, das ist ein Silent Hill Baby? Also. Der ist echt cute. Also, wenn ich mir Deko vorstellen könnte, dann sowas. Der ist echt gut. Ich möchte ihn mitnehmen. Der beschützt mich doch vor dem Bösen. Ups, das war falsch, Taster. Mutter, ich wegen Upgrades mal gucken. Die Schusskraft. Ich bin mir so unsicher, weil ich eigentlich noch. Machen wir hier Schussrate, komm. Wir machen mal Munitionskapazität. Und dann hier, komm. Da haben wir alle Punkte aufgebraucht. So. Wie viele Kugeln passen jetzt mehr rein? 2. Na, immerhin. Ja, der ist so süß. ja, das kann ich mir vorstellen. So, das wollte ich jetzt eigentlich eine Anspielung auf Silent Hill sehen. Das BBP-Hättchen. Das ist cool. BBP-Hätt ist cool. Ich bin mir unsicher, ob wir da wirklich runter sollten. Aber wir machen es einfach mal. Vielleicht nicht ins Mikrofon machen, die Räusche. So, Etage 3, willkommen. Und wiedersehen, wir gehen nach Etage 2. Lass das Licht an, Mädchen. Ich habe darauf keine Lust. Achso, ein großer, schwerer Stein. Ich wundere mich, warum es nicht weitergeht. Blumig. Oh. Was zum Entladen. Wie geil. Das weg. Das weg. Ne, aktuell weiß ich nicht, was wir noch brauchen. Das bewegen wir nochmal. Nach hier hin. Haben wir was zum Speichern? Sehe ich gerade nicht. Okay. Wird schon schief gehen. Mach das doch nicht immer so spät. Ich laufe doch nicht hier gerade das Zeug durch die Wand zu. Oh Mann. Das war das zweite Ding, was ich verpasst habe. Ärgerlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja. Maschinengewehrmunition. Ich habe das Maschinengewehr noch rechtzeitig. 2 von euch. Aber hinter mir wünschen nichts, okay. Das hat nicht erreicht. Zieh doch, dummes Ding. So, Nummer 1 ist weg. Manchmal zieht die Figur einfach nicht. Hallo.
Wolltest du bitte einmal kurz hierher kommen? Das ist mir die Kugel wert. Okay, es geht auf und die rennen los. Das ist so ein bisschen der Punkt dafür, dass man sagen kann, jetzt da. Mädchen, lass das Licht an. Ich will sie gucken, ob es so kleine Pied-Figuren gibt. So. Scheint erstmal alles gut zu sein. Können wir mal vorsichtig in den Schrank blubbern. Jetzt ein bisschen runter. Auch nur ein bisschen, das heißt, hier können wir runter gucken. Und Piet? Nee. Dann gucken wir vielleicht hier noch irgendwas liegt, ob wir noch irgendwas einsammeln können. Noch einen Blick in die erhöhte Lobby werfen. Okay. Scheinbar nicht, dann gehen wir weiter. So.